So, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Wir waren hier stehen geblieben, in der Hall of Heroes, und wir müssen jetzt, ja, eben so einen Typen da besiegen. Ich weiß gerade nicht, wie er heißt. Und ja, da gehen wir jetzt mal dahin. Gucken mal. Ich passe durch die Stäbe, aber sie sind zu breit. Fettsack. So, naja, und Ich gehe dann. mal vor und sehe nach, ob wir da weiterkommen. Los, beeil dich. Ich will mitmachen. Da. Ist es? Das ist ein Riss. Ich kann etwas in diese Welt holen. Ah, ein Krafthaken. Wie praktisch. Wie gesagt, es ist eine Art Wunscherfüllung. Ah, finde ich ziemlich gut. Fertig. Nice. Ich spüre, dass da noch mehr sind. Oh, oh, oh. Immer wenn ich unruhig werde, tauchen die Risse auf. Jo, Booker, sehen Sie diese Risse? Die könnten wir gegen Slates Männer einsetzen. Durch diesen Hallo? Riss kommen wir höher rauf. Ich will mal hier so runterspringen oder so. Und etwas Deckung. Ja. Hallo? Ich kapiere zwar gar nichts, aber ich beschwere mich nicht. So, machen wir das hier, da werden jetzt süß beballert. Was? Panzerfaust trifft? Wenn ich das, dieses scheiß Geschütz da unten. Scheiße. Junge, wieso treffe ich nicht mit der Panzerfaust? Willst du mich verarschen? So, jetzt. Bäm. Stopp. Ja, schön. Das will ich jetzt nicht wissen. Nimm Präzisionsgewehr. Oh. Ist ja noch geiler. Oh, was? Was schießt denn hier? Alter! Leute! Hallo! Fricke! Da Fug. Oh, hallo. Okay, ich muss mal kurz gucken, wo er überhaupt noch welche sind. Ich sehe wo. Da. Du Ratte da hinten. Alle, wo sind die? Sind die da oben oder was? Ich frage mich gerade so einiges. Was hast du zu bieten? Oh, halt einfach das Maul. Da. Ah, das war nicht so gut. Nice shot. Comstocks Schoßhündchen hat tolle Tricks auf Lager. Weißt du, was du da hast, Booker? Es reicht, Slate. Wir brauchen diese Kraft, um aus Columbia wegzukommen. Und wir holen sie uns, so oder so. Slate! So, wieder Enterhaken-Action. So. Gucken wir uns erstmal nach oben, ob wir was gebrauchen können. Munition. Wir schauen. Gehen wir mal hier runter. Vielleicht ist hier noch was. Oh, hier können wir dann nachher rein, wenn wir das Schock-Jockey haben. Muss ich mal merken. Okay. Gut, das wollen wir nicht. Hoffentlich bin ich hier gerade richtig. Ich muss aber, glaube ich, runter. Genau. So, dann gehen wir runter. Aber nicht runterspringen. Warte hier unten. So. Ich verstehe nicht, wie der das macht, ohne Schaden zu kriegen. Ration essen. Ja, das Geschütz wenigstens hinstellen. So, okay, weiter geht's. Das ist Quatsch, den zu holen. Das geht eh nicht. Gucken, was halt die uns Augen jetzt auf nach dieser Schock-Jockey-Kraft.
Erstmal noch Munition holen. Gut, nee, nicht das. Da drüben. Hallo? Auch keine. Das ist ja blöd. Ja, gib mal her. Immer schön Geld zu haben. Oh, da passiert doch dann was. Zu rar ist jener Schlag von Mann, der Heulen und Schreien Vaterland. Der da hinten kommt gleich raus, das kann ich euch schon mal sagen. Oh, haltet ihr mal die Klappen. Dazu wird Comstock uns machen. Mit Drähten und Hebeln, statt Köpfen und Herzen. Komm raus, du Sack. Du Sack, Alter. Geh kacken. Siehst du, Booker? Vielleicht bist du doch der, den ich kannte. Vielleicht auch nicht. Es spielt keine Rolle. Comstock hat unsere Geschichten und unsere Seelen ausgelöscht. Jetzt will er mich kriegen. Und wenn ich weg bin, bleibt nur noch die Lüge. Gib uns einfach, was wir brauchen. Naja, gut. Der will uns das einfach nicht geben. Weil der Mann böse ist. Hallo. Kannst du dir das mal ansehen? Einer muss Schmiere stehen. Erledigt. Oh mein Gott. Wurde geplündert. Hier gibt es keinen Shock-Jockey. Slade muss es mitgenommen haben. Da. Lockpicks, genau. Komm auf, Mann. Bitte. Einfach mal alles durchgucken, Nummer. Ey. Geld. Geld ist geil. Ey. Hier war jemand. War jedenfalls vorher noch nicht da. Ist das? Slade. Er ist hier. Überwältige Slade. Genau so heißt der Typ, den wir jetzt sozusagen umbringen sollen. Schau, meine lieben Leute. Und hier beende ich jetzt den Part. Nee, noch nicht. Was ist das? Comstocks Schiffe. Er kommt wegen Slade. Es war Slade, der bei Wounded Knee für sein Land tötete. Es war oben, Slade, oben. Der die Tore Pekings stürmte. Slade! Und jetzt anhitten und bäm. Comstock kommt, Booker. Aber uns zu töten wird ihm nicht reichen. Oh nein, er will uns auch noch in Blech verwandeln. Ja, ja, das klar. Lasse ich nicht zu. Er hat mir meine Vergangenheit geraubt. Aber mehr bekommt er nicht. Gib uns endlich diese Kraft, das muss doch nicht sein. Auf, Jungs! Der Soldatentod wartet! Ja, nee, dankeschön. Oh, da oben, ich sehe sie schon. Ja, ich kann wieder nicht zielen. Doch, einen habe ich gekriegt. Da kommt ja immer dieser dramatische Ton, wenn ich einen getroffen habe. Beziehungsweise dramatische Töne. Na? So. Du bist nicht der Booker David, den ich kannte! Lechmann! Lechmann! Was hat er für Probleme, der Typ? Nicht. Wir müssen gleich. Genau. Ah! What the fuck? Da fuck, ich dachte nicht, dass ein Fireman kommt. Ich dachte eher ein anderer. Aber scheiß auf den Kram. Ah! Du perverses Stück Scheiße, Alter. Du Neger.
Alter, das war echt nicht geplant. Hätten sie mir mal sagen können, echt, ein Scheiß. Es soll eigentlich ein Petroid kommen, also diesen Typ, also diesen, die Roboter da. Ich könnte nicht was sterben hinten, Alter. Hallo, ich fühle mich geroffelt. Hallo. Willst du dich verarschen? Ich treffe hier irgendwie keinen gerade. Immer schön nachladen. Habe ich ihn getroffen? Ich wäre eigentlich nur das hier. Genau. Mehr hast du nicht auf Lager, Soldat. Oh, wie oft kommt denn das noch? Jetzt komm schon, David. Enttäusche die Jungs nicht. Oh, oh, ich brauche mal ein bisschen Munition. Das wäre mal nicht schlecht. Jetzt. Jetzt kommt er, der Petroid. Der Patriot. Ich will ja auch eigentlich nur, dass der Fatzke hier hochkommt. Der Fug. Der Fug, der Fug, der Fug. Ich will eigentlich nur, dass der hier hochkommt und dann kann ich den mit der Panzer austreffen. Du Schwuchtel. Piss dich, Alter. Ich will keine Kinder mit dir zeugen. Frag mich nicht, wie ich da drauf komme, aber... Scheiß drauf. Du. Ja, dankeschön. Wäre nicht nötig gewesen. Ach, zum Glück. Ach, das war's. Ach, herrlich. Na los, David! Zeig mir, was du kannst! Ey! Soll ich ihn jetzt anhitten da oben? Nee, ach, der haut ab. So, ich will jetzt erstmal Munition schnell hier suchen, Alter. Das ist total behindert hier. An der Schrotflinte brauche ich nicht. Ah, die Türen sind offen. Mit seiner Käserei hat er hier die ganzen Türen aufgemacht. Nee, Schrotflinte will ich nicht. Oha. Okay, da haben wir eine Infusion, wenn ich reinkommen würde. Hallo. So. Leben. Ich will das jetzt gleich haben. Perfekt. Bisschen Geld. So, hören wir uns das erstmal an. Meine Männer und ich sind verloren. Lockpick. Verloren wie der edle Custer bei Little Big Horn. Aber wir werden uns Comstock und seinen Blechsoldaten nicht beugen. Doch mein Speer hat ihn gesehen. Booker DeWitt ist unterwegs hierher zu Horn. DeWitt. Wir nannten ihn die weiße Rothaut von Wounded Knee. Wegen all der grausigen Trophäen, die er sich holte. Ein Mann wie er könnte uns den Frieden verschaffen, den wir so ersehnen. Ja, nee, das wird leider nichts. Ich hab noch ein bisschen was auf dem Zettel. Genau. Das wäre aber auch mal geil, hier so den Bogen zu nehmen und rumzuschießen. Das wäre auch geil. Hier noch irgendwas? Nein. Da lang. Okay, ja, da wird jetzt noch etwas kommen. Boah, Gegner. Hinten steht er doch, der Sack. Ich dachte, ich könnte da rüber springen oder drauf springen. Scheiße. Bäm. Ein Treffer und weg waren sie. So, wie mache ich das jetzt hier? Ich dachte, da ist noch einer. Oh. So, okay. Oh, hallo. So, genau. Und jetzt mit bisschen Schmackes und... Ah! Okay, das war nicht so toll. Okay, ich kann sowas nicht. Fail. War totaler Fail. Okay, hier. Dankeschön. So. Da kommt es, glaube ich, hin. Gucken wir uns hier mal kurz um.
Oder doch, da kommen welche, bestimmt. Hol dir von Slate Shock Jockey. Ja, das werden wir jetzt machen. Also doch. Weil wie er da liegt. Du sitzt. Du bist ja noch nicht fertig, Soldat. Schön leer essen den Teller. Bring's zu Ende. Slate verschonen, Slate töten. Ich bin nicht. Ich bin nicht so der Typ. Ach, egal. Jetzt bist du ein Blechmann! Ein Blechmann! So, jetzt haben wir Schock-Jockey. Das süffeln wir jetzt erstmal. Boah. Drücken, um einen Elektroblitz abzufeuern. Gedrückt halten, um eine Falle zu platzieren. Das ist ja fast bei jeder Fähigkeit. Ist eigentlich relativ klar. So. Ja. Sie haben ihn verschont. Nicht aus Gnade. Comstocks Männer werden ihn erwischen. Gewöhnt man sich jemals daran? So, nee, ich muss nochmal. Was du dir vorstellen kannst. Zurück. Kann ich auch hier lang? Ja, genau. Ich hab nämlich noch. Da gab's noch was, glaube. Da drüben. Da drüben. Dann mach mal die Fracht. Aber klar. Da drüben habe ich noch was vergessen. Genau dahin wollen wir. Ja, dankeschön. Hier. Was ist hier? Ist doch was. Ich hab das so im Urin. Was ist das? Pistole. Pistole? Ich hab Geld gefunden. Bedarf? Ich hätte echt gedacht, dass hier hinten noch was ist, ey. Für die Kasse. Hallo, wo bist denn du? Okay, vor allem die Verarschung hier übelst. Ein Raum, wo nichts drin ist. Jetzt schmeiß ich es da rüber, ey. Geil. Vielen Dank. Oh, die Logik. Die Logik ist wieder mal herrlich heute. So, jetzt darüber. Was mache ich denn den jetzt? Tja. Naja. Toll. Wie komme ich jetzt hoch? Ich glaube da lang, gell? Oh, jetzt den ganzen Scheiß nochmal zurücklatschen, weil ich ja nur was gucken wollte. Oh, nee, oder? Ah, gut, da kann ich einfach durchlaufen. Super. Lol, wie ist jetzt hergekommen? Ich kann noch erschießen, also so ist es nicht. Oh, so, 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 so. Raus aus diesem Kaff. Jetzt kommen da welche. Lol, wow. Die Köpfe sind übers Eck geplatzt. Diese Kräfte scheinen ziemlich stark zu sein. Ich werde sie so gut es geht mit Salzen versorgen. Danke. Geil. Jetzt kriege ich auch endlich Salze, ey. Das finde ich richtig nice. Besonders Chock-Jockey ist meine Lieblingsfähigkeit, ey. Echt. Und die mit den Krähen eben noch. Oh, Geld. Kohle, Kohle, Kohle. Brauchen wir Geld? Oh. Immer ran mit der Scheiße. Da noch was? Nee. Gut. Da, tada, 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 tada. Was? Eine Krähe? Lol. Bam, du Sau. Oh, du Pussy, Alter. Er hat noch die falsche Fähigkeit aktiviert, Alter. Scheiße. Tschüss. Lol. Salze. Sie haben mir gezeigt, dass es Situationen gibt, in denen es nur ums Überleben geht. Überleben ist das eine. Spaß an der Sache zu haben, das andere. Hör zu, du scheinst ein anständiges Mädchen zu sein. Je weniger du über mich weißt, desto besser. Genau, ich bin ein ganz schlimmer Finger, müsst ihr wissen. So, nachladen.
Dass mir noch auf so großen Widerstand stößt, wenn man hier rauskommt. Ah, hier. Das brauche ich noch. Genau. Lauf doch mal. Ich habe so das leise Gefühl, dass wir gleich wieder auf so einen Patrioten da treffen. Lol. Das ist versperrt. Ich habe so diese leise Ahnung, dass da gleich was kommt. Oh! Das brauchen wir. Nee, wir sind doch schon draußen, oder? Nee, jetzt kommt ja dieser Durchgang noch und da müsste jetzt noch einer kommen. Genau. Wir laden immer noch. Wo. Genau, Leute, und da verabschiede ich mich aus diesem Part und dann sehen wir uns im nächsten wieder. Macht's gut.